Hello guys, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut und willkommen, ja, zu einem neuen Part. Pokémon Alpha Sapphire in der Randomizer und Nuzlocke Edition. Wir sind bereits in der fünften Arena. Der letzte Part war eine komplette Eskalation. Wir haben die vierte Arena weggeklatscht, wir haben die fünfte Arena weggeklatscht, bis auf den Arenaleiter, wo wir uns hier befinden. Von daher steppen wir jetzt hier in Blütenburg City in den nächsten Arena-Fight hinein gegen unseren eigenen Vater und schauen mal, wie weit der Apfel vom Stamm gefallen ist. Das war richtig, der Spruch, ne? Ja. Rein da! Na schön, versprochen ist versprochen. Lass uns einen Pokémon-Kampf austragen. Machen wir. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen oder so. Hello, my boy. Wie geht's? Bip, bip, bip. Hi. Long Dong. Es macht mich so glücklich, dass mein eigener Sohn stark genug ist, um gegen mich zu kämpfen. Aber ein Kampf ist ein Kampf. Als Arenaleiter habe ich einen Ruf zu verteidigen. Ich werde alles tun, um dich zu besiegen. Dasselbe erwarte ich von dir, Long Dong. Okay, machen wir. Arrivederci, Papa. Naja, ich will aber nicht, dass du danach weinst oder so, ne? Versus Norman. Okay, Norm. Gucken wir mal, wer Domiesel. Das ist ein interessanter Pick. Okay. Das ist einfach stinknormal, Typ normal, ne? Also stinknormal, Typ normal. Okay, das machen wir irgendwie. Wir sind auf demselben Level. Ich bin sehr gespannt, was das Ding noch so für Attacken haben wird, ne? So, einmal eine schöne Wasserdüse am Anfang rein. Zieht Original fast nix und Bodycheck wird fast ein One-Hit. Nein! Es war eine Sache der Zeit. Ganz ehrlich, Freunde, es tut mir richtig leid. Damit haben wir tatsächlich unser erstes Opfer. Oh, shit. Naja, aber wie gesagt, es musste früher oder später irgendwann mal passieren. Es war, wie gesagt, der Verteidigungswert von diesem Pokémon ist leider richtig blöd, muss man einfach mal sagen an der Stelle. Ärgerlich. Da ist es jetzt passiert. Nach wie vielen Parts? 18, 19? Ruheort wird eingesetzt. Das ist interesting. Nach wie vielen Parts? Im 19. Part wurde es auch irgendwann mal Zeit, dass wir unser erstes Opfer haben, ne? Ja, es war klar. Aber ein Bodycheck hat gereicht. Boah! Das ist ja wirklich alles was. Hypertrank wird nochmal eingesetzt, okay. Ja, also der will hier echt auf Nummer sicher spielen, ne? Okay, Fußkick ist, glaube ich, echt nicht so smart, weil das Ding ja echt nicht viel wiegt, ne? Aber egal, wir setzen einfach durchgehend Fußkick ein und er kann nichts machen. Ja, setz ruhig den Bodycheck ein. Bodycheck ist schon mächtig von Domiesel. Crazy. Also gar nicht mal so bad. Na gut, aber ist wie gesagt auf Level 28. So langsam aber sicher kommen wir überall auf dieselben Level hin. Deswegen, ne? So, Level 29 nehmen wir auf jeden Fall mit. Donnerschlag. Ja! Boah, endlich eine physische Donnerattacke. Elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. Und damit können wir jetzt Schockwelle wegwerfen. Ja, trifft immer, ganz ehrlich. Donnerschlag, bam, physische Attacke. Das wird so reinfetzen, Alter. Geil. Endlich eine geile Attacke, Mann. Sau strong. Schön. So, Somnian wird... Wow, hi. Naja. Donnerschlag ist ein schönes Psycho-Pokémon hier. Putz. Hypnose wird eingesetzt, okay. Naja. Why not? Aber guck mal, obwohl es nicht sehr effektiv ist, wie viel das gerade gezogen hat, aber das Pokémon sieht, ja, ist auch nicht so strong, ne? Aber auch fünftes Generations-Pokémon finde ich auch cool. Nachtmar sucht Eberwolf. Böse Kombi, Bro. Böse Kombi. Machen wir da den Schuh? Boah, ich glaube schon fast ja. Bro, mir ist es zu risikobehaftet. Wir gehen da raus. Also das ergibt, das macht keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Sinn kann ich machen. Das ist ein sehr beliebter... Junge, das ist auch eine geile Psycho-Attacke. Ja, das Ding hat mich, glaube ich, hab's genommen. Falscher Übersetzungsfehler aus dem Englischen. Makes sense. Macht Sinn im, im Deutschen. Ergibt keinen Sinn. Habe ich damals in Deutsch gelernt. Da hatte ich mal eine Diskussion, eine WhatsApp-Diskussion drüber. Ja, ey, es tut mir voll leid für dieses Ding, aber das ist echt ein Kacktyp gegen Yasin. What? One-Hit, oder? Nein, tatsächlich nicht. Krass. Ist tatsächlich kein One-Hit. Okay, ja, bisschen KP kann man hier auf jeden Fall geben, Bro. Man gönnt ja ansonsten nicht so viel Hack, ne? So, schönes Aeroas. Zack, zack. Und weg mit dir. Tschüssikowski, my boy.
Tschüss. So, das ist nicht wahr. Doch, tatsächlich. Ja. Ich fasse es nicht. Ich habe tatsächlich gegen dich verloren. Oh Mann, ey. Du hast wirklich Fortschritte gemacht, mein Junge. Danke. Aber gut, hier, das ist für dich. So, Longdong erhält den Balance-Orden von Fati. So, mit Level 60. Was kriegen wir für eine Attacke? Heimzahlung. Ja, aber weiß ich nicht. Kann man vielleicht doch gut verwenden. Vielleicht unterschätze ich die Attacke auch gerade einfach, ne? Achso! Kampfunfähig, doppelter Schaden. Ja. So oft passiert das aktuell zum Glück nicht. Ich muss schon zugeben, als Arenaleiter kann ich meinen Frust gerade nur schwer verbergen. Aber als Vater bin ich stolz. Einerseits bin ich natürlich stolz auf dich, aber andererseits stimmt's mich auch ein wenig bisschen traurig. Was genau, Bro? Ich meine, Dad. Na gut, Longdong. Oh, das Lachen. Ich bring dich noch schnell raus. Komm, gehen wir. Na klar. Das war ein guter Fight. Junge, dieser Blick nach links, was ist da? Oh, Longdong, Arenaleiter Norm. Hi, Leute. Ich habe 5 Arena-Orden. Was für ein Zufall, euch beide habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin hier nur auf der Durchreise, weil ich daheim etwas vergessen hatte. Du legst dir richtig ins Zeug, stimmt, Psycho? Das sehe ich dir auch ohne zu kämpfen an. Wirklich, das bedeutet mir wirklich viel. Vielen Dank. Wie ihr sehen könnt, ist Psycho wieder gesund und munter. Das haben wir allein dir und deinem Vater zu verdanken. Ihr beide wart's schließlich, die Heiko damals dabei geholfen haben, sein erstes Pokémon zu fangen. Ohne ein Pokémon, das er seinen Freunden nennen kann, wäre er heute wohl immer noch schwächlich und krank. Ich bin euch wirklich zu Dank verpflichtet. Das ist eine sehr, sehr süße Story, muss man so sagen. Ha, weißt du was? Ich möchte mir irgendwie, hier kann ich zeigen, hier, das ist für dich. Surfer! Oh Mann, das wäre für Antonia so gut gewesen. Sobald eins seiner Pokémon Surfer erlernt hat, kannst du mit ihm müssen mehr. Ja, cool. Wenn ihr wissen wollt, wie stark ihr wirklich seid, schlage ich vor, dass du und Heiko in der Route 18 das Meer überquert. Dort im östlichen Teil Höhlens leben noch stärkere Pokémon und Trainer. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg. Danke. Verstanden. Dann werde ich mich bemühen, mit Longdong mitzuhalten. Na gut, Papa, ich mache mich langsam auf den Weg. Bis bald. Komm, Longdong. Dann wollen wir mal. Okay. Heiko, ich bin schon gespannt, wie stark du und dein Pokémon-Team bei unserem nächsten Wiedersehen wohl sein werdet. Pass gut auf dich auf, Longdong. Und schau ab und zu mal bei Mutti in Wurzelheim vorbei. Ja, mal gucken. Mal gucken, Alter. Mama ist voll peinlich, yo. Meine Freunde lachen mich aus. Und jetzt? Jetzt wird's emotional. Jetzt wird's emotional zwischen den Vätern. Schon seltsam. Ha. Huh. Ich habe gemischte Gefühle, wenn ich sehe, wie schnell mein Junge erwachsen wird. Einerseits bin ich natürlich stolz auf ihn. Aber andererseits stimmt's mich auch etwas traurig. Ha. Na, was für ein Zufall. Ich habe vorhin genau das Gleiche gesagt. Ha, was sie nicht sagten. Also, aber soll ich Ihnen etwas verraten? Solange er nur weiter zu einem munteren Erwachsenen heranwächst, bin ich wundlos glücklich. Ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Wunderbar. Let's go. So, Heiko Kaiko. Norman sagt dir, wir sollen unsere Reise hier in der Route 118 fortsetzen, stimmt's? Schalt mir am besten mal das Kartennavi ein. Ah, Route 118 liegt also östlich von Malvenfroh City. Longdong, wo wir zwei schon mal hier sind, können wir auch gemeinsam nach Malvenfroh City aufbrechen. Schließlich führt mich mein Weg ja auch auf Route 118. Na klar, können wir machen. Safe. Oder so. Eigentlich wäre ich noch gern zu einem Pokémon Center gegangen. Der Weg bis nach Malvenfroh City war ganz schön weit, was? In dieser Richtung liegt Route 118. Ich bin total gespannt, was für Pokémon mich dabei erwarten. Ich gehe schon mal voraus, Longdong. Wenn wir uns das nächste Mal über den Weg laufen, müssen wir unbedingt wieder kämpfen. Warte, 118 haben wir da irgendwas gefangen? Oh, warum bin ich schon mal auf diese Route gegangen, ich Idiot? Ich weiß es nicht. Das ist gerade, by the way, der 4. Part am Stück, den ich aufnehme. Und, genau. Also wie gesagt, wenn irgendwelche Kommentare da sind, werde ich wahrscheinlich ab Part 20 wieder darauf eingehen. Wollte ich nur mal so schon mal an der Stelle sagen. Ja, ja, Antonia, es war eine riesige Ehre, mit dir zu fighten, aber jetzt wird Zeit für ein neues Pokémon. Boah, da ist die Frage, was wir stattdessen reinnehmen, ne? Kyurem ist Drache Eis. Eis haben wir schon im Team. Eis haben wir schon. Wassereis. Käfer, Elektro, Käfer haben wir. Elektro auch. Flug haben wir. Unlicht wurde aber rausgenommen. Da haben wir 3 Flugtypen, das ist nicht gut. Gift haben wir. Steinkäfer, Käferpflanze, Psychofee, Stahlboden, Pflanze haben wir gar nicht, ne? Da hätten wir unser Feuer-Pokémon.
Pflanze Flug. Ich glaube, Pflanze ist es schon fast, oder? Aber wir haben kein Pflanzen-Pokémon. Boah, das ist jetzt... was nehmen wir denn stattdessen jetzt rein? Also wir haben verloren Wasser, Unlicht. Nehmen wir Austers mit rein? Das ist jetzt echt eine schwierige Frage. Weil alle anderen Typen haben wir ja irgendwie vertreten. Also Unlicht wäre eigentlich noch ganz cool. Na, wobei wir haben eine Kampfattacke mit Weberwolf. Wobei gegen Psycho-Pokémon hast du halt einen Vorteil. Weil gegen Psycho haben wir nichts, ne? Ist Käfer effektiv gegen Psycho? Oh, doch, oder? Okay, nee, das passt dann. Ich glaube, es läuft fast... Ja, warte mal, da haben wir drei Flugtypen halt im Team. Aber da hatten wir zumindest schon mal Feuer. Ah, oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es läuft schon fast auf Austers hinauf aus, oder? Superschall, Schutzschild, Dornkanone, Wassereis. Das ist auch ein Eis-Pokémon. Ja, Kyurem ist halt Drache. Drache ist halt so, ja, das Ding ist ein Viech, aber na. Kramsef ist eine. Boah, was bist du für ein physischer Angreifer? Aber Real Rap. Ich glaube, wir nehmen wirklich Kramsef, oder? Ich würde sagen, wir entscheiden uns erstmal für Kramsef an der Stelle. Alles klärchen, Wunderbärchen. Damit haben wir jetzt Kramsef mit im Team. Ja, und wie gesagt, und wenn wir da jetzt noch Aeroas draufpacken, das kommt schon böse, ne? So, warte mal, wir gucken uns erstmal an. Erstmal heilen wir alle Pokémon und dann gucken wir mal, wie generell die Statuswerte von den Dingen sind, ne? Wie die Fähigkeit und so ist. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Bum, 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 bum. Aber ey, ne? Jetzt haben wir aber drei Flugtypen im Team. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, dieser Unlicht-Typ, der ist eigentlich gar nicht mal so bad, wie ich finde. Also es kann auch sein, dass ich einen Denkfehler habe, ne? Aber sei es mal Bericht an der Stelle, ne? Erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen. Das ist schon geil, oder? Ist es gut? Ich glaube, es ist gut. Anwender greift mit einem Schrei an. Okay. Verfolgung, Dunkelnebel, Flügelschlag. Ja, Aeroas hauen wir da auf jeden Fall rein. Flügelschlag, Aeroas ist gleich stark, aber Aeroas trifft halt immer. Oh! Ich glaube... Ah, nee, oder? Warte mal. Also Initiative, was für ein Dings ist das? Was für ein Wesen? Wie heißt das Wesen, Mama? Achso, warte mal. Das Wesen, ne? Mutig. Mag es sich zu entspannen. Cool. Weil wir haben auf jeden Fall Push auf Angriff. Geschwindigkeit ist aber nicht so strong, ne? Verteidigung. Ich weiß nicht, ob das gut ist für das Level. Aber ich glaube, Kramsef, damit können wir auf jeden Fall... Das ist ein Brecher. Also, wenn der stark genug ist, können wir auf jeden Fall das ein oder andere damit reißen, glaube ich. So. Deswegen einmal Aeroas, bitte. Gucken mal, was wir gleich noch für Dings haben. Für Unlichtattacken eventuell, wer weiß. Vielleicht haben wir irgendwas Starkes. Aber wie gesagt, da hauen wir einmal Flügelschlag raus. Aeroas ist auf jeden Fall das bessere Flügelschlag. So, was haben wir noch so? Irgendwelche Unlichtattacken? Scheint nicht so, ne? Unlicht, Unlicht, Unlicht. Ne, da haben wir nichts. Ah, warte mal. Raub. Anwender greift an und schließt dem Ziel gleichzeitig ein Item, sofern er selbst gerade kein Item trägt. Ja, geil, guck mal, das können wir auf jeden Fall weghauen gegen... Bei Erstauner ist der Dingskirchen, ne? Geist, ne? Verfolgung. Falls es ausgetauscht wird. Alla Re-Rap, Pokémon werden nicht oft ausgetauscht hier. Das muss man sagen. Die werden nicht oft ausgetauscht. Ja, scheiß mal auf Verfolgung. Raub ist auch physisch, von daher... Können wir machen. Können wir auf jeden Fall machen. So, okay. Freunde, weiter geht's, ne? Wir müssen nochmal ganz kurz gucken. Route 118, haben wir da irgendwann mal irgendwas mitgenommen? Ne, nicht bewegen. Bericht hauen wir raus, ne? Wo haben wir das denn gefangen, ich Idiot? Warte mal, hier kann man das sehen. 116. Also irgendwo 118. Ah, doch. Guck mal. Ich hätte jetzt wahrscheinlich nochmal was gefangen. Gut, dass wir nachgeschaut haben. Da, Kloink war das, ne? Ja, Kloink haben wir daher. Ja, ja, gut, dass ich nachgeschaut habe. Cool. Aber dann können wir jetzt Kramsef auf jeden Fall auf 118 gut trainieren mit den ganzen Trainerkämpfen. Immer schön austauschen. Und dann dürfte Kramsef auch irgendwann auf jeden Fall auf einem guten Level sein. Ja, sehr fluglastig unser Team, muss man sagen. Aber ich glaube, Unlicht ist wie gesagt so ein Typ, den man mitnehmen kann. Auch gegen Psycho und so. Also...
nehmen wir mal mit. Unlicht, Unlicht ist, glaube ich, gar nicht mal so bad wie vorhin. Hi, geht's dir? Hat dich der Süße durch hierher geführt? Ich hab heute mein bestes Parfum drauf. So, Aroma Lady, Castadur wird eingesetzt. Okay. Stahlpflanze. Cool. Level 25, so pervers. Ja, wobei, da wäre Feuer auch gar nicht mal so schlecht, ne? Ach, ist doch alles schwer zu sagen. Was ist richtig, was ist falsch in so einer Challenge? I don't know. Ein Glück sind wir in keinen Trainerkampf hineingeslidet, ne? Oder passen sich die Level hier eventuell sogar an? Je nachdem, was für eine Arena man hat? Ich weiß es nicht. Das wäre aber sehr interessant, muss ich sagen. So, Eissplitter wird eingesetzt. Putz. Wow! Wow! Okay, ich bin blöd. Naja, kurzer Prozess. Ich weiß, liebe Aroma Lady, das, was du jetzt siehst, das ist nicht sehr effektiv, also sehr überraschend. Mit Eiseskälte, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da machen wir wirklich einfach kurzen Prozess, Bro. Okay, so, Zaccarino, einmal die Eiseskälte rein. Tschüssikowski, schöne K.O.-Attacke. Und immer die Lache dahinter, immer. Cool. So. Aui, Kampf-Pokémon. Na gut, da können wir einfach mit Aeroas reinsliden, ne? Das ist gar kein Problem. Putz. Ja. Kurzer Prozess. Tschüssikowski. Okay. Tja, da haben die Düfte wohl nicht so gewirkt, wie ich mir es vorgestellt habe. Ja, das kann man schon fast so sagen, nicht wahr? Also, ja, okay. Kramsef immer noch vorne. AKA Afaberia. Ach, Digga, ich bin blöd. Wir brauchen ja Surfer. Ja, okay, das ist Austausch muss er gleich herhalten. Übrigens verstecken sie auch im Wasser manchmal Pokémon. Soll ich dir einen Tipp geben, wie du erwischen kannst? Nein. Moin. Okay, auch kein Trainer? Bist du eine Trainerin? Tatsächlich nicht, nein. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall noch Ausrüst mitnehmen. Wie gesagt, für Surfer, wenn wir da jetzt eh rüber müssen, ja, dann hauen wir jetzt irgendein Pokémon da rein, was halt erstmal nicht mittrainiert werden kann. Ich würde schon fast sagen, wir hauen mal Stiggy einfach raus. Ja, wobei. Was für ein Pokémon hauen wir jetzt erstmal raus? Ja, ich würde sagen, Stiggy. Sorry, Bro. Aber leider muss ich jetzt erstmal ein bisschen aussetzen, weil wir brauchen auf jeden Fall Surfer. Ich hoffe, dass das Ding Surfer lernen kann. Wenn nicht, wäre das jetzt ziemlich ärgerlich, Mann. So, Aussatz. Kannst du Surfer erlernen? Einmal auf jeden Fall wieder numerisch sortieren, wenn wir schon mal dabei sind. Geil! So, damit bereitest du mir definitiv eine Freude. Surfer müssen wir eh früher oder später lernen. Von daher, ja. Surfer ist speziell. Du bist gar kein spezieller Angreifer. Kacke. Ah, das Ding hat ja physischen Angriff. Holy. Spitze Nadeln treffen, das Ziel 2 bis 5 Mal. Aurora-Strahl. Oh, warum? Das ist ja voll die Drecksattacke für ihn. Ach, Digga, nein. Verteidigung, ich Idiot. Spezialangriff? Er wird trotzdem runtergepusht, ne? Aber was ein Verteidigungswert. Ja, Superschall mit 55er Genauigkeit. Was ein Müll. Cool, aber damit haben wir auf jeden Fall jetzt Surfer. Und damit können wir jetzt aufs weitere Pokémon-Weltmeer swimmen. Einfach swimmen, swimmen, swimmen. Einfach swimmen, swimmen, swimmen. Und dann gucken wir mal, was uns noch so erwartet. Ja gut, im Wasser dürfen wir nichts einfangen. Haben wir ja schon. Weil wir sind dann ja immer noch auf derselben Route, nicht wahr? Einmal Surfer einsetzen. Yippie! Oh mein Gott, ich bin auf einem Pokémon. Und das Pokémon reitet mit mir. Da oben leuchten die Pokémon. Hier unten leuchten wir. Ich gehe nach Haus. Das Licht geht aus. Rabammel, rabammel. Hi, bist du ein Trainer? Ja. Bist du so ein Carpador-Trainer? Also wäre für Kramsef von dem Training ganz gut. Angler Joe. Venofliebes ist dieses Pflanzenviech, ne? Ja. Wenn wir jetzt einfach höheres Level hätten, aber alles andere wäre halt sehr fahrlässig. Ja, Nikolas, let's go, ne? Ich hoffe jetzt nicht, dass das Ding noch Gift ist. Das wäre blöde. Da können wir direkt unsere neue Giftattacke einsetzen. Aber Nikolas hat schon über 101 KP. Crazy. Na
Kannst ruhig Lockduft einsetzen. Fluchtwert ist voll in Ordnung. Und einmal die Matschbombe auf dich drauf. Putz. Ja, es ist One-Hit. Geil. So, Nikolas. Geil. Afaberia Level 19. Wichtig. Latios wird eingesetzt. Cool. Drache Psycho Flug. Irgendwie so, ne? Ist jetzt, glaube ich, auch nichts, was uns in irgendeiner Form gefährlich werden könnte. Deswegen einfach mal die Giftwolke. Scheinwerfer wird eingesetzt. Oh, damn, son. Ich Idiot. Naja, Giftwolke zieht. Ja, Psycho, ich Idiot. Ja klar, ist das sehr effektiv gegen Gift. Okay. Ja, dann müssen wir ganz kurz den Schuh machen, so wie Kanye. Ah nee, jetzt mit Kramsef gehen wir auf gar keinen Fall ein, das Risiko. Ja, aktuell ist unser Team so minimal geschwächt, sieht's gerade fast so aus, ne? Wenn wir mit dieser Tür, also mit diesem Pokémon unterwegs sind, ja. Okay. Heilung. Was bist du für ein Sack? Oh, Donnerschlag, Junge. Schluck Schnecken. Nicht sehr effektiv wegen, ja, okay. Wegen dem Drachentypen, ne? Kriege ich mit... Ja, Fußkick könnte klappen, ne? Wie viel zieht Fußkick? Bro, egal, was ich tue, nix. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß echt nicht, ob das wahr ist, was ich gerade tue. Scheinwerfer, wie effektiv kann das sein? Was ein Part. Ja, let's go, ne? Wobei Boden... Ja gut, das ist ja kein Flugtyp, oder? Tja, das Ding nimmt uns hops. Ja gut, Felsgrab haben wir auch noch im Notfall. Wie gesagt, Psychodrache, Psychoflug, irgendwie so, aber irgendwas... D-Drache, Psychodrache. Digga, warum bist du denn so stark, Junge? Oh nee, oh Gott! Ich hätte einfach ein Heal-Item rausholen sollen. Das kann richtig dumm sein, was ich gerade tue, ne? Wenn das ein Volltreffer ist, verlieren wir jetzt Knogger, ne? Das ist richtig unangenehm. Ja, Yashi muss herhalten. Hat Yassi einen guten Verteidigungswert? Bro, wir sind 3 Minuten gereist und unser Team wird jetzt komplett hops genommen. Was ist das bitte? Ja, auf Yassi ist eher Eissplitter, Erstschlaggarantie. Hau jetzt Latios endlich weg, Mann. Junge! Was ein Viech! Was ein Viech! Cool. Okay, die Erfahrungspunkte hätte ich gern für Kramsef mitgenommen. Antikraft. Boah, weiß ich ja nicht. Nee, lass mal sein. Nee, lass mal sein. Muss nicht. Nein! Oh Gott! Das muss echt nicht sein, Mann. Lass mal stecken. Okay, let's go, let's go, let's go. Boah, Junge, was sind das für Erfahrungspunkte, die hier rausgehauen werden? Cool! Das war ein sehr schwieriger Fight. Kann man nicht anders sagen an der... Oh Gott, das sind so viele Trainerkämpfe. Ich muss definitiv nochmal zurück. Bro, ich muss ja so safe auf jeden Fall nochmal alle Pokémon healen, die wir haben. Das ist insane. Ja, dann steppen wir auf jeden Fall nochmal zurück, ne? Puh! Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Das ist das Einzige, das ist mein Statement zu der Situation gerade. Mein einziges Statement zu der Situation. So, dann steppen wir hier mal rein. Hallo, Schwester Joy, ich grüße Sie. Sie machen einen super Job. Aber wirklich, ne? Jetzt merkt man, ja, also nach 20 Parts kann es ja auch irgendwann mal schwieriger werden, ne? So nach 19, 20 Parts kann man nicht anders sagen an der Stelle. Das ist die Spannung, die wir jetzt langsam aber sicher mal brauchen, nicht wahr? Puh, 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 puh. Aber Latios ist schon ein Viech, Mann. Das ist definitiv ein Viech. Okay, weiter geht's. Gucken wir mal, was die nächsten Trainerkämpfe so für uns überhaben, nicht wahr? Und wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn Kramsef irgendwann mal auf einem akzeptablen Level ist. Bist du ein Trainer? Natürlich bist du ein Trainer. Oh, damn, son! Danke für die Profi-Angel!
Cool. Ja, ich glaube, diesen Double Fight, den skippen wir erstmal. Oh, hi. Junge, wie er runterspringt. Hallo. Hallo. Lang nicht gesehen. Wir sind uns doch in der Granithöhle begegnet, nicht wahr? Warte, gleich komme ich drauf. Dein Name ist Longdong, nicht wahr? Schön zu sehen, dass du deine Reise gesund und munter fortsetzen konntest. Ja, danke. Weißt du, wie du weißt, leben wir in einer großen Welt, auf der eine Vielfalt an Pokémon wohnt, die jeweils unterschiedlichen Typen angehören. Als Trainer kann man entweder Pokémon verschiedener Typen trainieren oder sich auf einen Typen spezialisieren. Was liegt dir als Trainer mehr? Verschiedene Typen. Nun gut, ja, gut, hat mich gefreut, mit dir zu quatschen. Wow! Hohes Gras, ziemlich hohes Gras. Was passiert jetzt? Schuhe! Huh? Hey! Ich bin dir doch gerade begegnet! Bro, ist das jetzt ein Static Encounter? Latios! Schuhe! Warte, ich glaube, das will er uns sagen. Ja, wir sollen auf deinen Rücken aufspringen. Ich glaube, Latios bittet uns um unsere Hilfe. Stimmt, man kann ja mit Latios einfach überall hinfliegen. Das ist so geil in Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist ein guter Exkurs. Da wären wir. Vielen Dank, Latios. Was für ein seltsames Gefühl. Angst wäre das falsche Wort dafür. Aber ich fühle mich aus irgendeinem Grund verunsichert. Mir ist, als würde ich mich in einem Team, in einem Traum oder in einer Illusion befinden. Mir wurde erzählt, dass auf dieser Insel zwei Pokémon hausen, die das Geheimnis einer mächtigen Form der Pokémon-Entwicklung hüten. Gemeint ist die Mega-Entwicklung. Ob es wohl jemand auf diese mächtige Geheimnis abgesehen hat? Wir sollten dem näher auf den Grund gehen. Definitiv. Aber das ist ein Thema, was wir uns im nächsten Part auf jeden Fall ein bisschen genauer ansehen. Von daher sage ich an der Stelle, Freunde, danke fürs Zusehen. Abonniert den Umlautmann. Danke an die Elite-Umlaut-General-Member Basti the Dark Empire, Cybis Games, Maria Kleindampier, Svensemann, Florian, Chaos Muscle P und Hidden Frame und alle anderen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Umlautmann. Bye-bye! Real.